Na, ich denke, das ist zum einen der Disziplin Massenstart geschuldet, wenn 30 Männer oder wie dann gleich 30 Frauen auf einmal auf die Strecke gehen und um die Pole Position kämpfen. Und man muss sagen, dass die Strecken hier in Frankreich einfach ausgesprochen schmal sind, Laura, ne? Ja, genau so war es. Also, sie sind ja gemeinsam gestartet. Der Johannes war so im Mittelfeld unterwegs und die erste Kurve waren sie zu dritt nebeneinander und das Sven und ich, wir waren ja gestern schon unterwegs. Hier sieht man es, Laura. Genau, da sieht man es, da sind wir zu zweit und kurz nach der Bande war dann auch der Sturz vom Johannes und es war eben zu zweit schon super eng. Und ja, da kommt man sich dann eben leicht ins Gehake, fällt dann vielleicht auch hin und die Ski sind ja doch sehr leicht. 500 Gramm, ein Ski, keine Stahlkanten und so ist es dann eben auch zu dem Skibruch gekommen. Genau, das kann man sich dann ungefähr vorstellen, wenn ihr beiden da schon Probleme habt, aneinander vorbeizukommen, wie es dann ist, wenn da 30 wilde Kerle unterwegs sind. Wir haben die Szene auch nochmal vorliegen, wie das Ganze dann passiert ist mit Johannes Kühn. Hier, dann haben wir nochmal eine Lupe draufgelegt. Genau, das war eben ganz da hinten, da sieht man, wie sie sich verhaken. Ein Athlet ist wirklich ja auch im Fangzaun, der Johannes zum Glück nicht, aber sein Ski war eben ab und es dauert dann doch relativ lange, bis er einen neuen Ski bekommt. Und der ist natürlich auch nicht so gut präpariert wie sein wirklicher Wettkampfski. Genau, die Szenen haben wir auch nochmal, wie er dann den neuen Ski bekommt. Aber es ist natürlich, wie du ganz richtig sagst, nicht das. Und er hatte ja gesagt, er hat einen richtig guten Ski unter den Füßen. Ja, und dann kriegst du eben da diesen Ersatzski. Er war sichtlich angefressen. Und ja, das ist schon verständlich, wenn dann der Ski einfach nicht so läuft, wenn du nicht auf dein vertrautes Material zurückgreifen kannst. Und ja, tut mir leid für den Johannes, weil sonst wäre das wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen von ihm gewesen. Und wie angefressen er war, das hat er Nils Karpen nach dem Rennen erzählt. Start war eigentlich gut, ich habe gute Ski gehabt. Die vor mir haben ein bisschen gepennt. Habe dann versucht, hinter dem Lukas Hofer noch zu laufen. Ja, dann wird es halt eng, dann waren wir zu dritt nebeneinander und dann fährt da jemand auf den Ski, mir schmeißt, mir steht's da. Ja. Am Ende habe ich ja leider keine Chance mehr gehabt im Zielsprint gegen Jakob Fack, weil mit dem Ersatzski habe ich bergab auch keine Chance. Ich glaube, ich habe nur mit Abstand das Beste daraus gemacht, was man machen kann. Aber unterm Strich war es einfach beschissen. Aber wenn wir jetzt mal 2019 angucken, Sie waren der allererste in der deutschen Mannschaft, der die WM-Norm geschafft hat in Östersund schon. Fahren Sie nicht auch, jetzt mal unabhängig von diesem doch etwas kuriosen Rennen heute, ganz glücklich und zufrieden in die Weihnachtsferien? Ja, doch. Muss ich sagen, insgesamt bin ich schon zufrieden. Gestern die 4 am Schluss waren natürlich ärgerlich. Habe ja einiges gut zu machen gehabt heute, aber ja, ist mir nicht ganz so gelungen nach dem verkorksten Start. Aber insgesamt muss ich sagen, ja, glaube ich, war ich 14. in der Gesamtwertung. Schätze ich, wer jetzt auch noch sei. Müsste passen. Denke ich, war schon nicht nach vorne und ich hoffe, dass ich an die Leistung von heute nächstes Jahr wieder anknüpfen kann. Warum sollte das nicht klappen? Schöne Weihnachten. Dankeschön. So, und wir werfen einen Blick auf die beiden deutschen Starterinnen, auf Franziska Preuß und Denise Herrmann. Und, du hast gut beobachtet, Laura, ja. Franziska hat Plastiktüten über den Handschuhen. Ja, genau, sie hat da so Gefrierbeutel über den Handschuhen, damit die nicht nass werden. Also hier werden wirklich mit alle Tricks gearbeitet, um sich bei diesem Sauwetter, muss man wirklich sagen, einigermaßen trocken zu halten. Und jetzt wird es ja langsam richtig hektisch. Genau, wir sehen auch Dr. Bernd Wohlfahrt, der sich um die beiden Damen kümmert. Janina Hettich wäre auch gerne dabei gewesen. Die hat sich ja qualifiziert, hätte ihre Premiere hier im Massenstart absolviert. Aber sie ist erkältet, das hatte sich gestern schon angedeutet. Da hat der Arzt gesagt, wir nehmen sie lieber raus, ne, bei dem Wetter. Ja, ist auf alle Fälle, glaube ich, die richtige Entscheidung. Wenn man sie nicht topfit fühlt, ist es doch besser, dann auf den Start zu verzichten. Gerade bei den schwierigen Bedingungen und heute im Massenstart die besten 30 Frauen der Welt sind am Start und da kannst du nicht einfach nur so locker mitlaufen, gerade als junge Athletin. Es sind sehr anspruchsvolle Bedingungen, wie gesagt, draußen. Von dem her wünschen wir ihr jetzt gute Besserung. Genau, das machen wir auf jeden Fall. Gute Besserung und wie gesagt, wir stehen ganz dicht dran. Franziska Preuß läuft hier gerade noch mal an uns vorbei. Was erwartest du grundsätzlich von den beiden? Ja, ich glaube, sie haben sie jetzt schon gezeigt in den letzten Weltcups, dass die beiden einfach die besten deutschen Athletinnen sind und ja, sie haben sich jetzt ein Stück wieder erholt von, ich sage mal, der kleinen Formkrise in Hochfilzen. Es ist Stück für Stück nach oben gegangen und ich denke, das ist der Anspruch heute für das heutige Rennen, dass sie da vorne angreifen. Vielleicht klappt es ja mit dem Podium, es wird sicherlich nicht einfach werden. Es hat ja einen Wechsel gegeben im gelben Trikot, das zeigt, dass da ja schon viel los ist. Hast du mir das gerade angesehen, dass ich das sagen wollte? Weil es wird auch richtig spannend, Ingrid Landmark-Tannenwald ist nur 3 Pünktchen vor Dorothea Wira, die will es wahrscheinlich zurückhaben, ne? Ja, und da dürfen wir natürlich die Thierry Leckhoff nicht vergessen, die ja extrem starke Rennen gezeigt hat. Also es wird extrem spannend, denke ich. Was sagst du grundsätzlich, mal abgesehen von der Wetterlage, dass es regnet, aber was es für das Rennen bedeutet? Meinst du, es wird ähnlich lahm wie vorhin bei den Männern? Ja, damit rechne ich schon. Und gerade für die Mädels, die haben jetzt das dritte Rennen in Folge.
Es ist für manche schon das 10. Saisonrennen. Da gilt es natürlich, die Spannkraft noch mehr hochzuhalten. Und wenn das Wetter dann auch so übel ist, dann muss man sich da mental schon richtig zusammenreißen, würde ich mal sagen, den Fokus halten. Und ich glaube, heute wird vielleicht auch die Athletin ganz oben stehen, die sich mental da am besten auf die Situation einstellen kann, die Spannkraft einfach noch hat und konzentriert bis zum Schluss bleibt. Wir gucken nochmal. Wenn du in die Augen der beiden Damen guckst, was siehst du da als erfahrene Athletin? Dass es nicht mehr lang dauern wird, bis der Startschuss fällt. Es wird jetzt doch hektisch noch schnell die letzten Bändchen gebunden, Jacke aus, Waffe aufgesetzt. Und dann geht's los. Es sind wirklich nur ganz wenige Augenblicke und das sieht man den Läuferinnen an. Denise Herrmann ist gerade zu dir gekommen mit dem Schirm und sie hat gesagt, ihr Opa hätte gesagt, man soll dir einen Schirm geben. Also. Ja, anscheinend fällt es auf, dass es hier regnet, aber es hilft nichts. Es ist ja doch für alle Athletinnen gleich. Denise wollte den Schirm nicht, der ist da vielleicht ein bisschen hinderlich gleich beim Massenstart. Genau, mitlaufen geht leider auch nicht, da bin ich jetzt zu langsam. Naja. Laura, vielen Dank. Wir sehen uns nach dem Rennen wieder und geben jetzt ab zu den Reportern, zu Christoph Hamm und Herbert Fritzwinger. Da gehen die Damen nämlich schon los. Also viel Spaß beim spannenden Rennen hoffentlich. Dann rein in dieses Finale für dieses Jahr. Das letzte Rennen also, ein Massenstart der Damen vor den Zuschauermassen hier in Le Grand Bornand. Nach wie vor harren sie aus, gut geschützt unter den vielen Regenschirmen. Der Stimmung tut das hier überhaupt keinen Abbruch. Aber man braucht gutes, sehr, sehr gutes Schuhwerk hier drumherum. So sieht das aus. Und draußen sind es die Schuhe und auf der Loipe, da sind es die Skier, die es heute ausmachen. Das richtige, das gute Material. Und da sehen wir mit der Startnummer 1 die junge Norwegerin Ingrid Landmark-Tantrevold. 23 Jahre alt, ein neues, junges Gesicht in der Weltspitze, hat sich gestern in der Verfolgung das gelbe Trikot geschnappt von Dorothea Viera. Die haben wir hier groß im Bild, die Südtirolerin. Also jetzt Zweite in der Gesamtwertung. Alexander und Laura haben es gesagt. 3 Pünktchen sind es nur und das wird einer der Kämpfe sein hier in diesem Rennen. Und sie hier, Tiril Eckhoff aus Norwegen, hat die letzten 3 Rennen gewonnen. Also präsentiert sich in dieser dritten Weltcup-Woche nach wie vor noch sehr, sehr laufstark und nervenstark. Und das sind die beiden deutschen Starterinnen. Denise Herrmann links im Bild mit der Startnummer 10. Franziska Preuß direkt daneben mit der 11 verzichten muss. Und das ist schade für sie auf ihren ersten Massenstart. Janina Hettich. Hinter Tiril Eckhoff in zweiter Reihe gleich Lena Hecki, die Schweizerin, die ja hier zum ersten Podestplatz kam in ihrer Karriere. Auch sie noch gut beieinander, mit guten Kräften unterwegs und dann rein in die erste Kurve. Und dann hoffen wir mal, dass es nicht ähnlich passiert, wie wir es im Herrenrennen gesehen haben bei Johannes Kühn, dass da irgendwas passiert. Bis jetzt kommen sie gut weg. Wir haben es gehört, die Strecke grundsätzlich eigentlich noch hart präpariert. Aber sobald du außerhalb der Mitte läufst, so haben die Athleten vorher berichtet, ist es wirklich sehr zäh, sehr stumpf. Und da muss man eben aufpassen, auch in den Abfahrten. Hier geht alles gut. Also hier ist überhaupt kein Problem bei den Frauen. Jetzt gibt es einen kleinen Ziehharmonika-Effekt wahrscheinlich. Ja. Da ist es schon. Da bleiben die Hinteren fast stehen. Aber eben dadurch, dass es rechts und links so stumpf ist, versuchten natürlich viele auch in der Mitte zu laufen. Und das macht das Ganze eben noch mal enger. So, Tiril Eckhoff übernimmt hier die Initiative, ähnlich wie Johannes Tinius-Bö bei den Herren. Tempo vorne weg. Das hat Laura Dahlmeier ja geschildert. Das ist oft einmal so ein bisschen der Unterschied. Bei den Frauen wird der Schalter umgelegt und dann geht's los. War eher ungewöhnlich heute bei den Männern, dass es so schnell losging in der ersten Runde. Die Unterschiede mit Sicherheit dem Materialunterschied auch geschuldet. Die Ski waren wirklich sehr stumpf. Verschiedene Marken hatten überhaupt gar keine Chance und dann ist es eben mit 5 Minuten hat dieses Rennen länger gedauert heute Vormittag als im Vergleichsrennen vor 2 Jahren. Also das ist schon sehr ungewöhnlich, also materialbedingt einfach diese großen Unterschiede.
mit der 4 links da hinter den ersten dreien Justine Bressas. Mittlerweile wieder die beste Französin in der Weltcup-Gesamtwertung auf Position 4. Also die 25 Besten aus dem Gesamtweltcup plus die 5 Punktbesten aus der Woche sind hier am Start sozusagen die Crème de la Crème. Ja, hier sieht man es. Man muss natürlich darauf achten, wo setze ich meinen Ski hin, wo setze ich meinen Stock hin. Ein Schlag mit der Kante des Skis an den Stock kann einen Stockbruch verursachen. Da muss man schon aufmerksam sein. Und es fällt auf, dass Denise Herrmann da schon vor will, die Lücken sucht, aber so richtig kommt sie natürlich nicht vorbei. Ja, daran liegt nämlich dann einfach auch die Gefahr des Verhakelns. Muss man besonnen bleiben und beim Start Franziska Preuß an ihrer Seite, die vermissen wir jetzt ein bisschen. Ja, ist schon da, aber ja, sie klar. Verliert. Da ist sie. Ja. Ganz zum Schluss hat man sie erahnen können. Also das Feld hier eng beieinander. Ingrid Landmark, Tantra Wolt, beste Norwegerin, momentan 2 Podestplätze. Und Denise Herrmann stößt in die nächste Lücke, geht schon ganz mit nach vorne, schau da links. Ja, wo sich der Platz eben bietet. Jetzt ist sie schon mit vorne drin, neben dem gelben Trikot. Und Franziska Preuß hängt da ein Stückchen weiter hinten in dieser riesengroßen Gruppe. Kostet natürlich Kraft, wenn du immer Lücken suchen musst, dann da vorspringen, dann wieder kurz warten, die nächste Lücke. Denise Herrmann will da nach vorne, will gleich schauen, ja, dass sie da Anschluss findet, dass sie nichts versäumt. Und hat sich ja hier weiterhin gut präsentiert. Nach der Woche zum Vergessen in Hochfilzen, Denise Herrmann, hat sie ja nochmal betont, zweimal ohne Punkte geblieben. 41. dort in Sprint und Verfolgung. Aber hier dann eben dieser 5. Rang im Sprint, 6. in der Verfolgung mit jeweils der zweitbesten Laufzeit. Aber das war nie das Problem, ihre Laufform, sondern eben am Schießstand blieb dann doch die ein oder andere Scheibe zu viel hängen. Hat sie auch geärgert, aber wir betonen das immer wieder ganz gerne. Dafür, dass sie aus dem Langlauf kommt und erst wenige Jahre das Schießen lernt, macht sie das schon richtig gut. Und bei den Weltmeisterschaften in Östersund zu Beginn des Jahres war sie schließlich ja auch 3. in dieser Disziplin, dem Massenstart, wo eben auch 4-mal geschossen wird. Schießlastig das Ganze, da entscheidet sich oftmals vieles, da wird das Feld durcheinander gewirbelt. Nicht, wenn bei den Männern Johannes Tinjesbø vorne wegläuft, der hat das heute wieder nervenstark durchgezogen. Von Beginn an quasi einen Start-Zielsieg gelandet. So, Justine Bressas geht jetzt da an die Spitze, übernimmt ein wenig die Initiative, raus aus dem Pulk, da hat man freies Feld, kann das Tempo ein wenig bestimmen. Denise Herrmann an 4. Position. Dürfen wir gespannt sein, wie sich das jetzt in der Abfahrt verhält. Diese Abfahrt ist prädestiniert, damit man Unterschiede bei den Skiern erkennt. Je steiler die Abfahrt ist, desto weniger erkenne ich als Athlet, wie läuft mein Ski eigentlich. Aber hier im Vergleich, diese flache Abfahrt zeigt mir sofort, okay, bin ich dabei oder habe ich eben Defizite, was Material angeht. Und wenn Franziska Preuß da auffährt, ja, dann ist das erstmal für sie ein gutes Zeichen. Na, schön zu sehen, wie sie dann zum Stock der vor ihr laufenden Athletin greift und sich die vom Leib hält, während Denise Herrmann die Brille wegfeuert. Beschlagen, feucht, man sieht dann weniger und das ist wichtig bei dieser Strecke, die doch sehr kurvenreich ist, so eng ist, man schaut dauernd, wo sind die guten Stellen, die Konturen, da brauchst du auch den klaren Blick und da hat sich Denise Herrmann jetzt entschieden, die Brille wegzufeuern. Kleiner Straubler, ja. Ja, es ist regnet und es ist auch leicht mit Schnee vermischt. Also der Dramaturgie-Spitze wäre jetzt, wenn es tatsächlich zum Schneien dann beginnt, ja, dann werden die Ski extrem langsam. Und nach wie vor Justine Bressas vorne weg, dann Kirill Eckhoff, Landmark Kantrowald, Denise Herrmann, weitere Französin hinten dran. Ja, mit der 28 Marile Eder aus Finnland, die in der guten Laufform ist. Ähnlich wie Kaisa Mäkäräinen, auch bei ihr mit dem Feld hier mit der Nummer 15.
immer noch sehr, sehr laufschnell, aber am Schießstand mag es momentan nicht funktionieren. Deshalb eben nur 15. im Gesamtweltcup. Zum Ende der ersten drei Wochen dieser Biathlon-Saison. Rein geht's ins Schmuckkästchen hier mitten in Le Grand Bornand vor dieser Kulisse der Haupttribüne. Und zunächst einmal nimmt jede Athletin den Stand ein, deren Nummer sie trägt, dass es hier überhaupt kein Durcheinander gibt. Deshalb die führende Présas auch erst einmal auf Bahn 4. In der oberen Hälfte die Scheiben von Franziska Preuß und Denise Herrmann eingeblendet. Sie hat schnell begonnen, Denise Herrmann. Ja, vierter Treffer. Ah, die letzte will nicht fallen, also muss in die Runde. Unten Eckhoff, Présas, Simon treffen alle. Vira Tantrevol in die Runde und Franziska Preuß beginnt jetzt. Haben wir sie groß im Bild. Hecki, drei Strafrunden. Und sie kommt durch. Also alles richtig gemacht bis hierher. Ihr Tempo gewählt, gutes Schießen. So ist es richtig, ins Rennen einzukommen. Denise Herrmann, schade drum, aber ähnlich eben auch wie Vira. Und das gelbe Trikot, Ingrid Landmark-Tantrevold. Das sind die drei schnellen Damen, die jetzt gemeinsam aus der Runde kommen. Aus der Strafrunde und rein in die nächsten 2,5 Kilometer. Der 24 Elvira Oeberg haben wir kurz gesehen, die auch in die Strafrunde musste. Nicht dabei ihre Schwester Hanna, gestern schon verzichtet auf den Verfolger, offensichtlich auch kränklich. Die wäre hier im roten Trikot der Siegerin dieser Disziplin aus dem Vorjahr gestartet. Franziska Preuß, die wir hier liegend sehen. Schießt nicht zu schnell, ordentlicher Rhythmus, alles richtig gemacht, reinkommen jetzt und das Tempo finden. Und bergab vor allen Dingen nicht mehr hinter den anderen Athletinnen herfahren, sondern ruhig überholen. Denn das sind Sekunden heute, die ich mir nicht erlaufen muss. Und Franziska Preuß also auf Rang 9. Alle 10 auf dieser ersten Seite haben alle Scheiben getroffen. Denise Herrmann die erste im Feld mit einem Fehler. 28,9 Sekunden ihr Rückstand, heißt momentan noch nichts. Dafür geschieht noch viel zu viel. Der Weg ist noch weit. Dreimal wird noch geschossen. Es führt Julia Simon aus Frankreich vor Tyrell Eckhoff, Justine Présas, Andrei und Paulina Fialkova aus Tschechien auf Position 4. Aus der Slowakei, Paulina Fialkova. Ja, hier sieht man wieder sehr schön keine Möglichkeit zum Überholen. Denise würde sicher können und auch wollen, aber wenn du hier an die Seite laufen musst, jetzt versuchst du es, ja. Ja, dann wird es auch etwas zäher. Dadurch, dass eben auf der Seite nicht so viele Athletinnen laufen, ist es stumpfer dadurch. Kirill Eckhoff sehen wir da, dann Présas. Da haben wir Kaiser Meckereinen. Ja, hat sich hier gut ins vordere Feld geschoben, alles getroffen, 12,7 Sekunden nach diesem ersten Schießen. Und das ist Tyrell Eckhoff, die hier bestaunt wird. Da wird jedes Plätzchen genutzt, um die Athletinnen zu verfolgen. Tyrell Eckhoff also nach vorne gegangen. Gleich aus dem Schießstand raus und kann hier schon eine ordentliche Lücke zwischen sich und die ersten Verfolgerinnen legen. Présas an zwei, Kaiser Meckereinen zeigt sich heute mal nach diesem ersten Schießen. Dann Fialkova und da kommt Franziska Preuß und links daneben schon Denise Herrmann, die ja 5 Plätze hinter ihr war nach dem ersten Schießen. 22,9 Sekunden war der Rückstand für Franziska Preuß. Sie verliert also. Denise Herrmann macht gut an Zeit. Jan Brosson hat schon mächtige Schwierigkeiten hier im Anstieg, kämpft schon. Eine gute Schützin, aber läuferisch geht es heute nicht. Oh,
Und Sie hören das über die Außenmikrofone, die prima, tolle, euphorische Stimmung. Dort wird das der nächste Norweger Tag hier in Le Grand Bornand nach dem Sieg von Johannes Tinjesbø heute Vormittag. Tiril Eckhoff wirklich in einer überragenden Form. Dritte im Gesamtweltcup, 3 Siege bei 6 Rennen. Nicht dabei hier in Le Grand Bornand, ja, Marta Osby-Reuseland. Wohl schon zu Beginn der Saison so geplant. Will mehr Vorbereitung, mehr Regeneration im Hinblick dann auf Antholz, die Weltmeisterschaften im Februar haben. Und Denise Hermann ist vorne dran an dieser Verfolgergruppe. Und die sollten sich jetzt alle gut überlegen, ob sie da mitgehen. Dorothea Viera hängt sich dann an Ingrid Tandrevold dran, die Führende. Also ans gelbe Trikot, das will sie ja wieder haben. Die sind hier ein wenig verdeckt da im Hintergrund auf den hinteren Positionen dieser Gruppe. Ab und an scheint da das gelbe Trikot auf und auch die Nummer 2 getragen von Dorothea Viera. 3 Punkte sind das nur, auch Tiril Eckhoff nur 26 Punkte hinter diesen beiden. Kann durchaus hier weitere wichtige Punkte sammeln und sich da nach vorne schieben im Kampf um das begehrte gelbe Trikot. 10 Sekunden hat hier Tiril Eckhoff seit dem Schießen gut gemacht auf Denise Hermann. Die hier einen kleinen Schluck zu sich nimmt, kurz was trinken. Alles regelkonform. Ja, da fahren sie hintereinander. Ich würde genau vielleicht vorbeifahren, wenn es geht. Ja. Wenn es natürlich nur in der Spur schnell ist, ja, wie ein das richtiger Zug. Ja, ja. Wie ein richtiger Zug hier. Wenn es nicht geht nebenbei, ja gut, dann bleibt dir nichts anderes über. Aber das sah schon fast so aus wie so ein kleiner Hakler mit zwischen Denise Hermann und Franziska Preuß, dass sich die Skier da berührt haben. Und die anderen hinten dran haben schön den Windschatten da genutzt hinter den beiden deutschen Damen. Na, Kaiser Meckereinen, wie wir sie kennen, selten gesehen in den Bildern der Rennen in dieser Saison. Heute ist sie mal vorne mit drin. Auch beide Athletinnen hier, die Brille hochgeklappt auf die Stirn, um den klaren Blick zu haben für dieses schwierige Geläuf, die kurvige Strecke. So, und sie kommen doch hier ein wenig schneller um die Ecke als die Herren am Mittag, die da schon arbeiten mussten in diese Kurve rein, da am Ende dieser Abfahrt. Und sie können hier ein wenig Tempo mitnehmen in den Anstieg. Anaïs Bescon rechts neben Denise Hermann und Tiril Eckhoff ist schon zurück. Kaiser Meckereinen, Justine Bresas sind die Nächsten. So, Eckhoff mit dem Fehler und der Chance für die Damen dahinter etwas aufzuschließen, die aber dann nicht begonnen haben. Jetzt geht's los. Und schau an, Kaiser Meckereinen. Die anderen müssen auch in die Runde. Simon Fialkova, Presas. Und jetzt also Denise Hermann, auch Franziska Preuß ist da. Ein Stück weiter oben, deren Scheiben. Sehr schnell, Franziska Preuß. Auch Denise Hermann jetzt, 4. Treffer. Jetzt auf den 5. Also kommt hier gut durch, ähnlich wie Franziska Preuß. Neue Führende, Kaiser Meckereinen, 2,8 Sekunden vor Tiril Eckhoff. Da sind jetzt 2 Spitzenathletinnen, spitzenschnelle Läuferinnen vorneweg. Dann Fialkova, dann Viera, Julova Perch, Denise Hermann jetzt auf 6 und Franziska Preuß auf 8. Haben sich also deutlich nach vorne schieben können bei diesem 2. Schießen. Ja, und dann schauen wir doch mal, was bei dem 5. Schuss los war.
Hat sie lange gebraucht, lange gezögert. Ah, oh, da hat sie Glück gehabt, Randtreffer, die Scheibe. Ah, und hier hatten wir eine. Ein Fehlzünder hat sie rausrepetiert, nochmal dieselbe Patrone geladen und los ist es gegangen. Jawohl, Gott sei Dank, fehlerfrei für Franziska Preuß. Und insofern sieht das alles sehr gut aus deutscher Sicht. Hinter den drei vorderen Meckereinen, Eckhoff, Fialkova, also auf 6 Denise Herrmann und auf 8 Franziska Preuß. Knappe halbe Minute nur der Rückstand, da ist noch alles drin. Ingrid Landmark, Tantre Wold auf 9. Und Dorothea Wierer jetzt vor ihr auf Position 4. Also das würde schon reichen, um sich das gelbe Trikot zurückzuschnappen. Das bleibt der spannende Kampf zwischen diesen beiden Damen. Und da haben wir Tiril Eckhoff, die zunächst mal durch diesen einen Fehler die Führung hat abgeben müssen. Mit deutlicher Führung hier reingekommen. Und die beiden, die werden da vorne natürlich aufs Tempo drücken, Meckereinen und Eckhoff. Und das sind die Verfolgerinnen mittendrin, Denise Herrmann. Und hinten die vorletzte dann Franziska Preuß vor Ingrid Landmark Tantre Wold. Doch Denise Herrmann wieder die Stelle wie vorhin, versucht da ein bisschen rauszugehen aus der Schlange. Das sind die Führenden, dann sind wir an der Spitze, Kaiser Meckereinen, Tiril Eckhoff, die hier gemeinsam diesen Anstieg hochgehen. Kaiser Meckereinen, 36 Jahre alt mittlerweile, im 4. Rennen erst, die erste Top-10-Platzierung für sie mit dem 7. Platz in der Verfolgung von Hochfilzen. Also hat sich ein wenig schwer getan zu Beginn dieser Saison, aber hier passt es heute. Offensichtlich gutes Material, wieder mit guter Laufform und jetzt auch 0 Fehlern am Schießstand. Julova Percht ist die zweite, die Russin mit 10 Treffern, auch Franziska Preuß die dritte und Aita Gasparin ist die vierte und das war's dann. Thekla Brunli auf 11 hatte noch fehlerfrei geschossen. Richtig, genau. Das waren die wenigen Athletinnen, die bislang hier mit weißer Weste unterwegs sind. Auch hier Tiril Eckhoff nimmt einen Schluck aus der Wasserflasche. Und hier viel Hektik in dieser Gruppe, sich zu positionieren. Denise Herrmann macht sie gut, dass sie da vorne hingeht. Da kann sie den Weg wählen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da verhakelt, verringert sich entsprechend. Justine Preissas muss hier den etwas weiteren Weg gehen im Vergleich zu Denise Herrmann. Das sind immer nur ein paar, das ist ein halber Meter, aber es summiert sich eben. Hinter Preissas eben Jekaterina Jolova-Percht aus Russland. Ah, da schaut sie mal rüber, die Denise Herrmann zu Justine Preissas. Wie gehen wir da jetzt rein in diese Abfahrt? Vorhin schon Denise Herrmann vorne weg und die anderen haben sich schön dahinter flach gemacht in den Windschatten. Franziska Preuß hatte im Anstieg etwas Lücke gelassen oben, aber jetzt am Ende dieser Kurve scheint sie wieder dran zu fahren. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn du weißt, ach, ich muss nicht ganz so schnell hochlaufen. Unten in der Abfahrt habe ich sie eh gleich wieder eingeholt. Das sind die Erfahrungen eben aus den Runden zuvor, wo sie gemerkt hat, mein Material passt, ich bin da ganz schön und gut schnell unterwegs. Haben wir ja beobachtet so und das scheint sich da zu bestätigen und beeinflusst dann auch ein wenig die Taktik. Da kannst du dich da raushalten aus diesen engen Streitereien. Nach wie vor Meckereinen vor Tiril Eckhoff, dann die große Lücke vor den Verfolgerinnen. Nach dem Schießen waren es 22 Sekunden, die beiden sich hier absetzen konnten. Jetzt also an 3, Denise Herrmann von 6 auf 3 nach vorne gegangen. Ah, schön, wie gleichmäßig Justine Preissas und Denise Herrmann hier laufen, synchron laufen sozusagen. Schön zu beobachten insgesamt in dieser Reihe, wie gegenläufig die Athletinnen da im Schritt sind. Gleiche Technik, Dorothea Wierer da mit drin. So, jetzt geht Justine Preissas wieder ihren eigenen Weg. Und Ingrid Landmark, Tantre Wold ist da auch wieder mit dran, also direkt an Dorothea Wierer. Ja, 6 Sekunden haben sie, hat Preissas verloren auf Eckhoff und Meckereinen. Beide Deutschen
Athletinnen stärken sich hier nochmal vor dieser Abfahrt. Nochmal kräftig angeschoben, Franziska Preuß. Mit viel Tempo reingehen. Klein machen hinter der vorderen Athletin, Windschatten nutzen. Und hier über diese Kuppe kommen die beiden Führenden, Kaiser Meckereinen, Tirilekov vorbei. Setzt sich jetzt zunächst einmal davor. Aber die beiden werden zusammenbleiben, in ähnlicher Verfassung. Und wenn Tiril Eckhoff im Interview betont hat, dass hier ist Norweger Wetter, dann gilt das sicher auch für die Finnen, die damit gut zurechtkommt und sich darum überhaupt nicht schert, wie nass das Ganze hier von außen auf sie einprasselt. Nähern sich jetzt dem dritten Schießen, stehender Anschlag. Die Spannung wächst, auch für Denis Herrmann. Ja, Preissass ist vorausgefahren, gelaufen, weil sie wusste, ich habe vielleicht etwas schnellere Ski. Das ist das, was ich meine. Man muss nicht unbedingt dahinter bleiben, wenn man merkt, man hat schnellere Ski. Die Aufgabe der anderen ist es, wieder aufzuschließen. Meckereinen lässt sich viel, viel Zeit zum ersten Schuss. Tiril Eckhoff. Ja, marschiert durch. Gleichmäßig im Rhythmus. Meckereinen muss in die Runde. Die Führung für Tiril Eckhoff deutlicher jetzt. Immer wieder erstaunlich, wie sich Tiril Eckhoff auch im stehenden Anschlag gefestigt hat. Sie hat immer wieder Probleme in der Vergangenheit. Aber durch ihre Siege hat sie so viel Selbstbewusstsein bekommen, dass sie jetzt auch im stehenden Anschlag fast eine Bank ist. Und die hier, die Verfolgerinnen, die registrieren natürlich diese zwei Runden für Kaiser Meckereinen. Konzentration, bei sich bleiben, Schuss für Schuss. Wieder beginnt sie quasi als Erste, Denis Herrmann. Ach, jetzt der Fehler, Vira auch, zwei bei Preissass, eine Strafrunde. Auch bei Julova Percht, also geschlossen, auch Franziska Preuß, da haben wir sie groß im Bild. Mit einem gelben Punkt. Preissass hat es jetzt richtig erwischt, die Französin. Noch gar nichts getroffen. Jetzt die erste Scheibe. Muss viermal in die Runde 600 Meter mehr laufen. Und Denis Herrmann 150 Meter. Und die Zeit läuft zugunsten von Tiril Eckhoff. Schauen Sie schon, mehr als eine Minute ist vergangen, dass die Norweger in die nächste Laufrunde gestartet ist. Aber, und das ist das Erfreuliche, Denis Herrmann auf Rang 3. Durch die vielen, vielen Fehler rechts und links, direkt hinter ihr Vira, dann die Schwedin Persson, Julova Percht und auch Franziska Preuß. Auf Rang 7 kann sich um einen verbessern im Vergleich zum Stand nach dem zweiten Schießen. Ingrid Landmark-Tantrevold auf Position 8. Insgesamt zwei Fehler jetzt auf dem Konto. Und Dorothea Vira eben auf 4. Vier Ringe vor der Norwegerin im gelben Trikot. Da haben wir Denis Herrmann. Hat sehr schnell begonnen, ja, im Vergleich zu Dorothea Vira, auch die direkt daneben stand. Dorothea auch mit einem Fehler ganz knapp vorbei, links hier gut gemacht. Insgesamt bis jetzt zwei Fehler, da kannst du überhaupt nicht meckern. Sehr gut, Denis Herrmann. Bei 15 Schuss entsprechend die Belohnung, also Rang 3 für Denis Herrmann. Zwei deutsche Athletinnen unter den Top 8. Und Kaiser Meckereinen im Blick da vorne. 4 Sekunden nach Meckereinen ist sie in die Runde gegangen, Denis Herrmann. Und jetzt heißt eben auch, behutsam das Ganze anzugehen, nicht zu überziehen, das vierte Schießen schon im Kopf haben. Und dann bleiben wir noch 2,5 Kilometer danach. Und das ist die Führende, einsam unterwegs, Tiril Eckhoff, 1:07, ihre
Zeit vor Meckereinen am Ende dieses dritten Schießens. Also das ist bemerkenswert. Ich habe es gesagt, die letzten drei Rennen gewonnen und jetzt schon wieder so deutlich in Führung. Noch dominanter als Johannes Tinnis Bö heute Vormittag. Sehr unglaublich. Also Tyrill Eckhoff zaubert hier etwas in den Schnee. Einen Vorsprung, wie er ganz selten ist. Das ist schon enorm. Und dann nimmt auch sie mal einen kleinen Schluck und nimmt sich die paar Sekunden. So, Kaiser Meckereinen kann hier ein paar Meter zwischen, zwischen sich und Denise Herrmann. Bei den steilen Anstiegen ist Meckereinen etwas bevorteilt. Dorothea Wierer hält sich auch noch ganz gut. Und Jula Percht, genau, dann kommt das gelbe Trikot da hinten. Ingrid Landmark Tantrevold scheint vorbei an Franziska Preuß gegangen zu sein. Ja, und momentan kommt Denise Herrmann da nicht ran. Muss sie aber vielleicht auch gar nicht. Ist ja, wie gesagt, eine Frage der Einteilung. Mit dem vierten Schießen im Kopf. Es waren 3,5 Sekunden genau zwischen Meckereinen und Denise Herrmann nach dem Schießen. So, da haben wir da hinten Ingrid Landmark-Kantrevold und links jetzt ein wenig verdeckt Franziska Preuß. Da ist in etwa gleich geblieben, 4,6 Sekunden. Denise Herrmann hinter Kaiser Meckereinen, dann Vira Jolova-Perch, Tantrevold, Preuß auf 8. Jetzt hier im Kampf mit Lynn Persson, reiht sich da jetzt hinten ein vor dieser Abfahrt. Und dann geht es wieder lange runter Richtung Stadion zum Schießstand. Und jetzt kann sie sich hier das Ganze noch anschauen. Na, wo kommt denn da mal jemand da unten? Diesen Anstieg hoch. Weiß natürlich in jeder Phase des Rennens, wie die Abstände sind. Wird informiert von den Betreuern, den Trainern da rechts und links. Die 29-Jährige aus Trondheim. Die sich mittlerweile eben auf den dritten Rang verbessert hat. Vorbei an Martha Olsby-Reuseland. Und sich da vorne festsetzt. Die beiden dahinter, Meckereinen und Denise Herrmann. Und dann Dorothea Wierer. Scheint heute doch stark verbessert. Zum Wochenbeginn im Sprint 22. gewesen, Dorothea Wierer. Schlechtes Saisonresultat. Ist ja von Beginn an die Saison in gelbem Trikot gelaufen als Gesamtsiegerin des Vorjahres. Da haben wir sie kurz groß im Bild gesehen, die Südtirolerin. Auf geht's! Ja, Denise tut sich schon schwer. Tut sich etwas schwerer. Jawohl! Aber vielleicht, das ist die Hoffnung, baut sie eigentlich auf das letzte Schießen auf, also da nicht zu schnell zu laufen. Sie hat ja gesagt, sie muss ja Runden für Runden abarbeiten, Schießen für Schießen. Vielleicht will sie da auch bewusst nicht überziehen, um wirklich zu treffen. Sehr gut machst du das. Jawohl, weiter so. Das wäre jetzt die optimale Hoffnung oder die Hoffnung, absolut, die man hat. Absolut. Und vor allen Dingen halt in dieser Position sich dann eben halten zu können, diesen Podestplatz, das wär's. Nachdem bei den Herren durch den Sieg von Benedikt Doll im Sprint der erste Sieg gefallen ist, wäre es auch für die Damen Zeit, sich mal auf dem Podest zu zeigen. Die Chance ist da für Denise Herrmann. Guter Ski von Franziska Preuß ist sehr gut. Schließt da gleich wieder auf jetzt auf die anderen. Und jetzt sind wir gespannt. Was macht sie hier? Perfekte Bedingungen. Wenig Wind hier im Tal von Le Grand Bornand. Während aller Renntage gute Bedingungen zum Schießen. Kann sie es nutzen? Bei den Treffern erfährt auch sie hier viel Unterstützung. Aber eine Runde, ihr Vorsprung war eine Minute. Das wird sie mit Lächeln hinnehmen und wird dieses Rennen zu Ende laufen
und einen weiteren Sieg anhängen, nach dreien an der Zahl. Jetzt also Sieg Nummer 4, noch keine Athletin in Sicht in Richtung Schießstand. Das war kein Problem für Tiril Eckhoff. Und jetzt ist sie unterwegs. 2,5 Kilometer trennen sie noch. Und damit kassiert sie heute 60 Punkte. Und da sind wir gespannt, was Dorothea Viera und Ingrid Landmark-Tantrevold da hinten dran machen. Und wo sie landen werden, liegen ja beide noch gut mit im Rennen. Aber jetzt zunächst Kaiser Meckereinen und dann kommt ja gleich auch Denise Herrmann. Ja, die hat viel verloren jetzt. Ich befürchte, sie ist ermüdet. Also ich will das Wort blau noch nicht sagen, aber es könnte schon sein, dass sie da ermüdet ist. Und Kaiser Meckereinen beginnt mit einem Fehler. Ja, mit einer freien Hand, nur einem Handschuh. Kaiser Meckereinen, Denise Herrmann mit Fehler, Meckereinen mit deren zwei, jetzt auch Herrmann. Zwei Fehler sind es, zwei Runden. Dorothea Viera nervenstark und auch Franziska Preuß bis hierhin. Vier Treffer, eine Runde für Preuß. Viera mit 5 Treffern. Tantrevold mit 2 Fehlern und 2 Runden. Klarer Vorteil für Dorothea Viera, die jetzt hier rausgeht an Position 2. Dahinter Lynn Persson aus Schweden, die in den Runden zuvor mal ein wenig Probleme hatte, ein bisschen sich schwer getan hat, aber hier jetzt an Position 3 über das gute Schießen rausgeht. Dann Anaïs Bescon, die erfahrenste im Team der Französinnen. Auch heute mit einem sehr guten Rennen. Franziska Preuß an Position 5. Dahinter Julova Percht. Und dann eine Runde zu viel für sie hier, für Denise Herrmann. Jetzt kommt sie raus. Rang 9, von 3 auf 9 zurück. Und dann sind wir gespannt, was da noch möglich ist in dieser letzten Runde. Ob sie denn wirklich müde ist, nicht mehr zusetzen kann oder doch noch Kräfte freisetzen kann. Ja, zwei Fehler zum Schluss, das sind natürlich die Nerven. Man bekommt das schon mit, sie hat gesehen, Kaiser Meckereinen schießt daneben. Also wenn ich treffe, bin ich vorne. Also diese Gedanken schwirren dann schon mal durch den Kopf und das ist es eben dann. Dann ist man nicht mehr ganz so bei der Sache und dann hat man eben diese zwei Strafrunden draufgepackt bekommen. Ja, und in der Summe sind es dann eben auch 4. Beide deutschen Athletinnen in den Top 10. Aber das Podium, das ist weg. Franziska Preuß wird sich hier erwehren müssen. Hier Katharina Julova-Percht. Ja, da kommt Kaiser. Und dann kommt Kaiser Meckereinen ja auch schon. Und da haben wir Denise Herrmann. Vielleicht geht sie ein. 2, 3 Plätze kann sie vielleicht noch gut machen. Ja, hinter Franziska Preuß ist sie nur 10 Sekunden und da sind doch einige Plätze. Das könnte dann auch noch Rang 6 werden für Denise Herrmann. Ja, davor ihr Denise, Lisa-Therese Hauser aus Österreich. Die sollte sie einfangen können. Und hier kommt Dorothea Viera. Denn Anstieg hoch, die momentan das gelbe Trikot wieder erobert hat mit dieser Position, diesem weiteren Podestplatz. 2 Siege ja schon in diesem Jahr, in Östersund den Sprint gewonnen, in Hochfilzen ebenso den Sprint. Und jetzt in diesem ersten Massenstart auf dem Weg zum Podestplatz, zum zweiten Rang. Hinter ihr eben Lynn Persson, die Schwedin. Da haben wir die beiden groß im Bild mit der Startnummer 12. Das 12. auch eben im Weltcup, die Schwedin. Bislang ein 5. Rang als Saisonbestleistung und auch als Bestleistung in der Karriere. Also auf dem Weg zum ersten Podestplatz, Lynn Persson. Die 25-Jährige aus Östersund. Au Meckereinen jetzt im Anstieg hier, nähert sich
Anaïs Bescon. Unten überholt Dennis Herrmann. Lisa Theresa Hauser, so wie du es gesagt hast. So wie wir es erwartet haben, genau. Meckereinen zurück auf Position 4. Von 7 auf 4. Preuß auf 6. Zurückgefallen, weil Meckereinen davor gehuscht ist. Herrmann einen Platz gut gemacht, an Hauser vorbei. Alle werden sie froh sein, wenn das Rennen rum ist. Dann geht es in die Weihnachtspause. Dann kommt noch mal ein kurzer Trainingsblock und dann geht's zu den Heimweltcups nach Oberhof, nach Ruppolding. Dennis Herrmann wird auf Schalke starten in der Arena bei diesem Spektakel am 28.12. Da ja auch das Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier. Und Dennis Herrmann sagt, da geht es mal nicht um Punkte. Das ist eine tolle Atmosphäre, da kann man es locker angehen nach den ruhigen Tagen an Weihnachten. Da freut sie sich richtig drauf zum Auftakt dann, dem strammen Programm, das dann folgt im neuen Jahr, wie erwähnt, mit den Heimweltcups. Das Duell um 2 und 3 zwischen Vira und Lynn Persson. Ja, der wird die Schwedin froh sein, dass sie da so jemanden vor sich hat, der sie da mitzieht. Ja, Jolava Percht hat auch. Ja, sie bleibt an Franziska Preuß dran, so ist es. Genau. Richtig, ja. Die laufen jetzt auf hier in Richtung Anaïs Bescon. Ja. Die Chance besteht noch, die Französin zu überholen. Schau, wie die Französin kämpft. Die kann auch schon nicht mehr den Mund weit geöffnet. Franziska Preuß noch, ja, im oberen Level, aber noch nicht ganz im Anschlag, so wie sie jetzt aussieht. Und kann dann vielleicht ihr ganz gutes Material, wie wir es beobachtet haben, gleich nutzen in der Abfahrt, wenn es denn hier links um diese Haarnadelkurve gegangen ist. Dennis Herrmann versucht, sich da ranzusaugen an Jolava Percht. Komm, Franzi, sauber reinarbeiten. Versuch, die und das ist die Siegerin. Auf geht's, Denise. Und wieder mit einem Lächeln ins Ziel, komm, wie schon die beiden Rennen zuvor. Komm, also Tiril Eckhoff, die räumt hier mächtig ab. Drei Rennen, drei Siege für Tiril Eckhoff. Norweger Tag, auch heute Johannes Tinjesbø am Mittag, Tiril Eckhoff am Nachmittag. Zwei Siege für Norwegen und dieser hier ist überlegen. Mit einem deutlichen Vorsprung kommt sie rein. Insgesamt nur zwei Fehler, Tiril Eckhoff. Tolle Laufform hat sie über die ganzen Tage hier bewiesen. Und da wird unterwegs schon gejubelt, da lässt sie sich schon abklatschen. Und kann diese letzte Runde dann entsprechend genießen. So, jetzt haben wir den Überholvorgang. Franziska Preuß raus aus dem Windschatten, vorbei an Anaïs Bescon. Und die Katharina Jolova-Percht, die bleibt ein Stück weit hinten dran. Ja, das ist jetzt der Positionskampf um 2. Ja, das ist Persson gegen Vira oder Vira gegen Persson. Ja, und die Schwedin, die nimmt den Kampf an hier, geht hier raus, springt an, ähnlich wie Dorothea Vira. Toller Kampf dieser beiden. Poh, oh, da bleibt sie hängen, kurz. Angetrieben von den Betreuern, alle sind sie rausgekommen. Und da hinten Dennis Herrmann, die hat hier nochmal Kraft genommen, nochmal Anlauf genommen. Auch die springt jetzt hier hoch. Und am Ende ist es Dorothea Vira, die hier Zweite wird. Vor Lynn Persson bei diesem harten Kampf auf der letzten Runde. Gratulation für diese beiden Podestplätze. Und da kommt Dennis Herrmann im Kampf mit Jolava Percht. Dahinter Bescon und ich und Franziska Preuß wählt die gleiche Spur wie Dennis Herrmann, die sich hier vorbeischiebt und reinkommt als Fünfte am Ende. Franziska Preuß an 8. Gute Ergebnisse für die Deutschen. Hat sie bestätigt, dass sie einen klaren Aufwärtstendenz hat. Sie muss noch ein wenig am Schießstand arbeiten. Da hakt es noch, da ist noch ein wenig, um nicht zu sagen, doch noch ein wenig mehr Potenzial für Dennis Herrmann. Das sieht sie aber auch selber so. Franziska Preuß mit den zwei Fehlern am Ende auf Rang 8. Und dann kommt das gelbe Trikot über die Linie, das sie gleich beim ersten Mal bei ihrer Premiere in diesem Trikot wieder abgeben muss. Ingrid Landmark-Tantrevold. Da wird Dorothea Vira in Oberhof wieder mit auflaufen können. Gratulation Lisa Theresa Hauser an Franziska Preuß. Ja, die beiden deutschen Damen unterm Strich können sie mit der Woche zufrieden sein.
Und dann geht's nach der Pause und dem neuen Schwung rein ins neue Jahr. Und sie hat sich verausgabt, Julia Simon, wenn ich es richtig gesehen habe. Greift sich da in den Oberschenkel oder in die Leiste. Scheint da einen Schmerz zu haben, zu verspüren. Hat sich hier ins Ziel gerettet. Sieht erstmal nicht gut aus. Ja. Vielleicht hat sie sich einen Stock da in die Leistengegend gerammt. Das passiert schon mal. Ja, Olena Petruschna haben wir kurz gesehen. Die Ukrainerin, auch sie mit dem Dank ans Publikum. Und Justine Presas. Als 20. am Ende, lange ja vorne mitgelaufen, aber mit 7 Fehlern. Sie haben es gesehen, hat sich da beim letzten Schießen komplett rausgenommen aus dem Kampf um die vorderen Platzierungen. Ja, und das scheint doch ordentlich weh zu tun. Während hier die letzten reinkommen. Davidova an 22, ja auch eine dieser jungen Athletinnen. Dann Öberg an 23. Und Svetlana Mironova, die 25-jährige Russin, als Beste platziert im Gesamtweltcup in dieses Rennen gegangen. Da ist die 7. Und hier geschlagen auf Rang 25, auch sie 7 Fehler am Schießstand. Und jetzt sind die Betreuer dann da. Und führen sie raus, Julia Simon. Eine weitere Norwegerin, die da ins Ziel kommt. Also. Spannend war es nur hinter Tiril Eckhoff heute in diesem ersten Massenstartrennen der Damen der Saison. Und da ist am Ende doch die Faust von Denise Herrmann. Mit diesem 5. Rang hat sie sich noch mal richtig durchgekämpft, durchgewühlt am Ende. Tiril Eckhoff also die Siegerin vor Vira, die das gelbe Trikot zurückerobert. Lynn Persson, beste Leistung ihrer Karriere. Dieser 3. Rang zum ersten Mal auf dem Podium. An 5 Denise Herrmann, Franziska Preuß auf 8. Gute Ergebnisse aus deutscher Sicht. Tendenz klar ansteigend. Alex, bitte. Ja, vielen Dank Christoph und Herbert für ein spannendes Rennen. Sven Fischer ist auch wieder da, Laura Dahlmeier. Tiril Eckhoff hat 3 Rennen hier in Le Grand Bornand gewonnen. Dann noch die Verfolgung in Hochfilzen und mit der Staffel ganz oben gestanden. Also 5-mal nacheinander ganz oben. Nennt man das einen Lauf? Ja, ich glaube, das ist der klassische Flow, von dem man immer spricht. Wahnsinn, was sie hier abliefert. Also sowohl läuferisch als auch im Schießen. Gerade das Stehenschießen, wo ja bei ihr immer so ein bisschen noch die Wackeldisziplin war, da merkt man überhaupt nichts mehr. Richtig stark, was die Norweger hier abziehen. Sven, was hat dir besonders gut gefallen an Tiril Eckhoff hier in diesen Tagen? Ja, dass sie sich nicht aus der Ruhe hat bringen lassen. Und das sieht man dann auch beim Schießen, gerade beim Stehenschießen, wo doch der ein oder andere Wackler war, aber sie reaktionsschnell ist und genau den Treffer auch setzen kann. Da kann sie sich berechtigt freuen, weil auch ihre Laufgeschwindigkeit hervorragend war. Sie war die schnellste Läuferin. Und hier sieht man das nochmal stehend. Also wer vorne das Korn so ein bisschen beobachten kann, das ist schon ein ganz schönes Wackeln. Aber sie ist reaktionsschnell und trifft dann, wie gesagt, da. Und die besten Schützinnen heute waren 2 Damen, die nur ein, oder 3 waren es mit nur einem Fehler. Also es gab keine fehlerfreien Schießen, das war halt nicht so einfach. Und was glaubst du, warum sie sich so stabilisiert hat, gerade im stehenden Anschlag? Ja, ich denke, dass da schon die Trainer und die Betreuer einfach eine gute Arbeit leisten. Vielleicht hat sie sich ja was abschauen können vom Johannes Tingesbö, der ja ebenfalls genauso stark dominiert. Und ja, wenn es dann eben schon mal läuft, dann läuft es. Es ist eben dieser Flow und ich glaube, jetzt gibt es sogar Feuerwerk. Das sind die Techniker. Das sind die Techniker. Hören, liebe Zuschauer, hier geht ein Feuerwerk ab. Also nicht erschrecken, wir tun es auch nicht. Wir haben noch mal ein schönes Bild auf der Strecke. Wir haben vorher darüber geredet. Es ist sehr eng hier in Le Grand Bornand. Es kommt zu dem einen oder anderen Stau. Das haben wir auch während des Rennens gesehen. Es ist wirklich schwierig gewesen zu überholen. Ja, und ich denke aber, dass sie trotzdem mal die starken Läuferinnen nach vorne abgesetzt haben. Also wenn man die Denise anschaut und auch die Kaiser-Meckereinen, beide ja mit 4 Fehlern, haben es dann doch sehr weit nach vorne geschafft. Also Chapeau. Und ich glaube, es ist auch, selbst wenn die Strecke so schmal ist, für die starken Läuferinnen, dann ja, die setzen sie dann doch nach vorne ab.
Denise Herrmann als fünfte beste Deutsche, trotz der zwei Schießfehler, die sie sich leider im stehenden Anschlag dann noch geleistet hat. Aber wenn man mal die gesamten Ergebnisse von ihr sieht diese Woche, dann ist Hochfilzen jetzt endgültig gestrichen, Sven, oder? Genau so, ja. Gestrichen. Ja, also ich habe sie jetzt da beobachtet, wie sie zum letzten Schießen reingefahren ist. Dann ging doch noch mal der Blick so auf die Videoleinwand. Ja. Und vielleicht hat sie schon die Konkurrenz im Nacken gespürt, hat gemerkt, dass da noch einiges möglich ist. Und es war schade, dass ihr da zum Schluss noch mal die zwei Fehler passiert sind. Hier sehen wir es nochmal genau, rechts hoch war der Fehler. Die letzten hat sie getroffen und mit dem letzten Treffer, glaube ich, kann sie sich jetzt auch in die Pause verabschieden. Genau, insgesamt waren es dann vier Fehler für Denise, aber Rang 5 sehr beachtenswert, genauso wie der 8. Platz von Franziska Preuß. Ja, sehr gut. Also wirklich Top 8. Natürlich wäre es nochmal schön gewesen Richtung Podium, aber man hat es auf der letzten Runde gesehen, sie haben brutal gekämpft, gebissen und das muss man ihnen hoch anrechnen, dass sie da gefightet haben um jeden Platz, um jede Platzierung. Am Schluss im Gesamtweltcup kommt es genau darauf an und freut mich ja, dass die Denise dann den Zielsprint nochmal gewonnen hat, die Franzi genauso. Also sie haben es wirklich probiert und wollten da keine Platzierung herschenken. Und Dorothea Wira hat sich das gelbe Trikot zurückgeholt mit der Leistung heute. Inwiefern hattest du das erwartet? Sie war nur 3 Pünktchen hinter Ingrid Landmark, Tandre Volt und der Ehrgeiz, das nochmal zu gewinnen, ist bestimmt groß bei ihr. Ja, das denke ich auch. Sie ist wirklich eine sehr konstante Athletin. Hat es heute nochmal unter Beweis stellen können und freut mich, dass sie jetzt wirklich dieses gelbe Trikot wieder zurück hat. Aber es bleibt sehr spannend. Im Gesamtweltcup, die Tirrell schiebt sich auch immer weiter nach vorne und da dürfen wir gespannt sein, was sie da im Januar, Februar noch so tut. Gut, wir ziehen noch ein bisschen Bilanz, Sven. Kurz vor Weihnachten, das erste Trimester ist Geschichte. Fangen wir mit den Männern an, wenn du mal so grundsätzlich, ohne jetzt ins Epische zu gehen. Aber was hat dir an den deutschen Männern gut gefallen und wo gibt es vielleicht noch Nachholbedarf? Ja, dass nach dem holprigen Start bis hin zu einem Sturz, dass man das weglegen konnte und dass man sich aufgerappelt hat, auch Achtungszeichen gesetzt hat in der Staffel, ein großes Achtungszeichen in Hochfilzen und dann hier nochmal bestätigt, auch mit dem Sieg von Benny Doll und dass die Mannschaft da immer weiter nach vorne geht und dass auch der Simon Schemp, der am Anfang so ein bisschen zu tun hatte, doch wieder besser reinkommt. Und ja, von daher, man ist dabei, man ist Weltklasse, ja. Aber es reicht noch nicht, die Norweger und die Franzosen zu schlagen. Aber im Vereinzelt schon, hat es der Benny ja gezeigt. Was gibt es zu den Damen zu sagen? Warten noch auf den Podestplatz in diesem Winter? Ja, es war am Anfang ja, also der Start in Östersund, finde ich, war doch recht ordentlich. Dann kam das Wochenende in Hochfilzen. Ich glaube, das haben wir jetzt auch genügend thematisiert. Ich denke, das sollte aus dem Kopf raus sein. Und die Damen haben sich jetzt zurückgekämpft, vor allen Dingen die zwei Starken, also Denise Herrmann und Franziska Preuß. Danach tut sie ein bisschen eine Lücke auf. Das war zu erwarten. Und ja, leider hat sie das jetzt so bestätigt. Aber die jungen Athleten haben schon mit tollen Ergebnissen aufwachen lassen. Also wenn ich jetzt an Janina Hettich zum Beispiel denke, ich hoffe, dass sie das im Januar auch noch mal zeigen kann bei den Heimweltcups, dass sie wieder gesund wird und dass die Jungen eben dann den Anschluss schaffen. Und die vorderen beiden drücken wir natürlich die Daumen, dass es fürs Podium reicht. Und wir wollen mal hören, was Denise Herrmann zu sagen hat. Die steht nämlich bei Nils. Genau, hat sich schnell trockene Sachen angezogen. Sportjahr 2019 ist geschafft. Nächste gute Ergebnis, Rang 5. Hat Spaß gemacht, trotz des Schiedwetters? Naja, der Spaß war halt eher begrenzt. Es war halt, glaube ich, mir das härteste Leben, Rennen in meinem Leben. Es war extrem langsam. Das war wirklich ein Kampf. Also auf jeden Meter, da war die Gleitphase recht kurz heute vom Skischießen. Das ist natürlich dann auch. Man sieht das hier, ne? Wie tief der Schnee ist und wie nass. Ja, also ich wusste schon, wenn es natürlich so schwer wird, da kommt natürlich die läuferische Qualität noch mehr durch. Da habe ich versucht, mich da an diesen Gedanken mental hochzuziehen. Weil es war ja auch so, die starken Läuferinnen waren alle vorne vertreten. Da haben auch mal der ein oder andere Schießfehler mehr nicht so viel ausgemacht. Deswegen bin ich jetzt wirklich froh, noch das Rennen, also so viel aus dem Rennen gemacht zu haben. Aber es war wirklich eine richtig harte Partie. Das glaube ich. Letztes Stehenschießen sind 2 Fehler passiert. Haben Sie da mitgekriegt, dass auch Kaiser Meckerein 2 Fehler geschossen hat? Und waren deswegen vielleicht so in den Gedanken, na, jetzt könnte ich sie packen, da könnte ich vorbei? Ich habe schon gemerkt, dass das Podest in greifbarer Nähe ist. Und habe dann auch gehört, dass der Kaiser einen Fehler geschossen hatte, weil sie vor mir angefangen hatte. Ja, da habe ich natürlich versucht, da eine gute Serie da noch mal rauszuzünden. Ja, es sind natürlich 2 wieder daneben gegangen, das war ungut. War noch eine 0 hinten raus, ja, hinten raus war da schon der Ende fett beim Massenstart. Das wäre natürlich noch mal richtig geil gewesen. Ist mir leider nicht ganz so gut gelungen, aber mit dem Endergebnis muss ich echt zufrieden sein. Das können Sie auch. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten, guten Rutsch, bis nächstes Jahr. Danke. Danke gleichfalls. Danke. Ja, und damit sind wir auch am Ende angelangt, unserer Übertragung hier aus Le Grand Bornand, Frankreich. Am 28.12., am kommenden Samstag, melden sich die Kollegen der ARD mit dem Abschiedsrennen unter anderem von Laura Dahlmeier auf Schalke. Genau. Geht zusammen mit Erik Lesser in die Loipe. Ich glaube, das wird ein spannendes Rennen, auf das du dich bestimmt noch freust. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr drauf.
Sven, vielen Dank. Laura, vielen Dank. Wir sagen im Namen des ZDF-Teams, wünschen wir frohe Weihnachten unseren Zuschauern. Alles Gute. Schöne Weihnachten und bis bald. Prost.